Hallo und willkommen zurück zu 13 Sentinels: Aegis Rim, wo wir jetzt Juro-Kurabes Story zum Abschluss bringen können. Ich bin schon sehr gespannt. Me? Yeah. Kyoto Shiba ist doch da. Ich dachte, ich wollte gerade Hey, sagen, er ist Juro. nicht da. Let's go home. That guy in my dream. He called himself Tsukasa Okino. I feel like we've met somewhere before. Ja, im Getränkeautomaten. Können wir da jetzt noch mal hin? As Shinonome Senpai told me earlier, there's a second Juro Izumi from another world. He transferred his consciousness into an android. So that must have been what I saw. But still, why did it look just like my grandma when she was younger? Warte mal, er sah. Warum? Ach so, genau. Ja, weil er ein Android war, klar. Deshalb sah er aus wie deine Großmutter. Shiba-kun's not actually human. And not only. So let me. Kennen wir auch. I tried to ask, but in my. Hier sicherheitshalber alles einmal kurz durch. Nee. Wären da jetzt neue Texte bei gewesen, hätte ich es nicht beschleunigen können. Tasche kann ich mir nicht nehmen. Es ist niemand da zum Unterhalten. Also müssen wir mit Kyuta reden. What? Why the long face? Have another nightmare or something? Knock it off. I'm not stupid. I know I'm the only one who can see you. I remember now. You live inside me. That day at the shrine, you jumped out of that robot and possessed me. What do you think I am, a ghost? I had nowhere else to go. If it were up to me, I would have picked a more welcoming host. Ja, toll. Wenn du ein Geist wärst, wäre das alles nicht so problematisch. Tell me the truth. This isn't about my lost memories, is it? You're not trying to restore them. You're giving me someone else's. What are you talking about? They're Juro's memories. In other words, yours. The other Juro Izumi. You know, this one's three times older than you. Ja, weil er schon zwei Schleifen durchgemacht hat. We can't have you causing a scene here. Your memory needs to be wiped clean. Let me try one more time. Ich würde jetzt ja gerne in den Pausenbereich. Zum Krankenzimmer? Warum? No, if I run to the nurse's office, I'll put Shinonome Senpai at risk too. Is she really on my side? She wants to change me back into Juro Izumi. Can I trust her? Miss Morimura. Wenn jemand Izumi kennt, dann doch wohl Morimura. That's right. She's the one I saw in my dream. Excuse me. Kurabe-kun. Tell me the truth. I'm actually Juro Izumi, aren't I? The way I am now is something you created. What's this all of a sudden? I get it now. The woman who keeps showing up in my dreams.
The one I saw on Sumire Bridge. It's not Fuyusaka-san. It's you. Chihiro Morimura. I don't know what you're talking about. Have you been aware this whole time that Shiba-kun was inside of me? Or rather, Juro Izumi was. You talk too much. You think you can just walk in here and screw everything up? I'm not afraid to shut your mouth. Kurabe-kun? If the woman from my dream is actually our teacher, then Tsukasa Okino must be real too. Naja, so real wie es halt geht. Ja, ich würde gerne in den Pausenbereich. Muss ich da links hingehen? Kurabe-kun. That's right. There was a guy standing by the vending machines earlier. Ja, vor 30 Folgen ungefähr. You're Tsukasa Okino, right? You must be mistaken. You even sound like him. You were in that UFO with Juro Izumi, right? You're not making any sense. Ja, dann sag doch mal, wie du heißt, sorry, angeblich. But I don't have time for this. If you'll excuse me. Wait! The UFO wasn't the only time. I know I've met you somewhere else. That's right. I remember now. Ich vermute ja, dass dieser Okino eben auch nur noch als KI existiert. Was? Prisoner E42. Warte mal. Hochsicherheitsgefängnis Verhörzimmer im Jahre 2104 vor einer Schleife. Das heißt, da hatte Juro Izumi schon bereits eine Schleife überstanden und war in seiner zweiten Schleife. Insasse E426. Wir haben ja hier noch nie irgendwie sowas wie ein Gefängnis gesehen oder so. Six. Face forward. The drug has been administered. The perp cannot fight back. Do not be alarmed. It is safe to enter. Prisoner E426. Look up while we're speaking to you. Or would you rather bear the brunt of the electric chair? So this man's the culprit? He's a murderer. He bombed Shikishima, killing countless people. Okay, das haben wir ja in so einem Rückblick mal gesehen, wie er mit Morimura im Latex-Suit quasi einen Terrorakt bei Shikishima verübt hat. Und eigentlich ist es ja eher ein gutes Zeichen, dass er, wenn er jetzt gegen Shikishima agiert und die Shikishima-Leute ihm jetzt Mord vorwerfen, dann deutet das für mich eher darauf hin, dass Izumi doch eher auf der guten Seite steht, aber dass er jetzt einfach andere Existenzen auslöscht, um sich selbst da reinzudrängen, ist natürlich moralisch mehr als nur fragwürdig. Allerdings, wenn man sich mal überlegt, nehmen wir mal an, wir spielen jetzt hier ein Spiel, von Anfang an Juro Izumi als Hauptcharakter, und um die Welt zu retten, wären wir gezwungen, in den Verstand von anderen Leuten einzudringen, und wir müssten dann auch Leute dafür opfern, für die gute Sache. Das Spiel würde man doch spielen, man würde die Geschichte akzeptieren. Furthermore, his testimony makes no sense. That's why I've requested your assistance. The name's Onishi,
I'm in charge of this investigation. I appreciate your help. Mr. Tsukasa Okino. Tsukasa-kun. Take a good look at him. Do you know this man? No, I'm afraid I've never seen him before. Ja, die haben sich hier nicht gesehen, die haben sich eine Schleife zuvor gesehen. All right then. Your biometrics lead me to believe you're being honest with us. Why did you bring me here? Well, we used a truth serum on the guy. He started saying your name over and over. He also mentioned a student by the name of Chihiro Morimura. This is her photo. Do you recognize her? No. We'll be requesting her cooperation soon enough. But it'll have to wait until next week. She's currently out of the country. Außer Landes, es gibt es überhaupt nicht. Außer Landes, die ist im anderen Sektor dann vielleicht. In any case, thank you for joining us today. I may ask for your presence again if any new info turns up. Of course. You are free to go. Follow the signs back to the waiting room. Do not be alarmed. The perp cannot fight back. Mr. Juro Izumi, take a good look at him. Do you know this man? How would I? All I know is he's a terrorist bomber. Well, we took a look at your DNA. Ja, das ist die gleiche. The two of you are a perfect match. Ja. It was quite a surprise. What? There's a distinct possibility that one of you is a clone. That's ridiculous. What does he have to say about it? Ich meine, es sind alles Klone in dem Sinne, die hier in der Kolonie leben. Weil ja in jeder Schleife die Leute neu erschaffen werden. Abgesehen von ein paar Ausnahmen wie Juro Izumi, der es geschafft hat, eine Schleife zu überstehen. Oder jetzt in diesem Fall schon zwei. Aber jetzt, wo wir ihn hier sehen, hat er eine überstanden. According to his testimony, he is in fact you from the future. As for his motive, he claims he had to commit this crime to prevent the emergence of Kaiju. Kaiju? Huh? Excuse me for a moment. What is it? We're in the middle of an investigation. What? An evacuation order? It's on the news? Oh, Kaiju kommen. Völlig überraschend. Kaiju. Das heißt, in der ersten... Nein, warte. In einer Schleife hat er diesen Terrorangriff, also... Den Sabotageakt, dann nennen wir ihn lieber mal, bei Shikishima gemacht. Und hat er in der gleichen Schleife auf die ganzen Schüler geschossen? Oder war das in einer anderen? Aha. Looks like he's awake. Perfect. I'm almost done. What's going on? Hey, what is this? Calm down, please. High blood pressure generates noise in the scan. Tsukasa Okino. I remember now. I was attacked out of nowhere. Sorry about that. It was the only way. This isn't the most welcoming place, is it? I can't imagine you would have come willingly. Nee, Juro ist eh so ein Wiederborst, der geht da nicht freiwillig hin. You're Tsukasa Okino, aren't you? I saw you in my dream and you got left behind. Ja. I knew there was something odd about you. But that dream of yours is even more surprising than I expected.
Juro Izumi, shifting in cycles. There's only one person those memories could have come from. I'm glad I looked into this. To think he'd seek refuge within Juro himself. Ja, schon putzig, ne? Dass er erstaunliche Zufälle gibt, dass Juro Izumi sich quasi in sich selbst flüchtet. Do you know him? We call him 426. As of now, he exists as sheer consciousness. Vielleicht wurde er getötet von. Vielleicht wurde er hingerichtet von den Shikishima-Leuten. Und möglicherweise hat Shu Amiguchi seine Gehirndaten irgendwo gefunden und ihn dann ja in eine in einen Androiden gepackt, um ihn zu befragen, weil er wusste, dass Juro Izumi alias 426 viele Informationen hat, weil er wahrscheinlich schon am längsten hier in der Kolonie lebt. Abgesehen von, ja, wer war die dritte Person? Das muss ja Morimura gewesen sein. Morimura und Izumi haben am meisten Zeitschleifen überstanden und Okino ist halt dabei irgendwo draufgegangen. Also wir wissen es nicht genau, ob Okino draufgegangen ist. Say, he lives in your injected nanomachines. At some point he got in and took over the system area. Go ahead and ask him yourself. Shiba-kun. So this is the guy. He's not quite what I imagined. Don't be deceived. He can alter his appearance however he pleases. You guys can see him? He's under my control now. He can't hurt you anymore. Jeez, Juro. Why you gotta be so obtuse? Tell us the purpose of your disguise. Naja, unscheinbar wirken. Unverdächtig wirken. He's trying to take over my mind. Hey, don't get the wrong idea. I'm not the one who wanted that. Chihiro Morimura is. Our teacher? She wanted to transplant my memory backups into you. Whatever she could do to match your personality with mine. Um damit wahrscheinlich die Welt zu retten. But Tamao Kurabe didn't like the idea. She created a new... Übrigens auch eine interessante moralische Frage. Es sind die gleichen Menschen. Es ist aus der DNA ist Juro Izumi hervorgegangen. Und zwei Generationen später ist aus der gleichen DNA Juro Kurabe herausgekommen. Also eigentlich der gleiche Mensch. Deshalb ist jetzt die Frage, eine rein rhetorische Frage, ist es verwerflich oder ist es okay, dass der ursprüngliche Juro Izumi diesen Körper jetzt verwendet, weil es ja ohnehin seiner ist und er jetzt mehr Erfahrung hat und dass er den dann benutzt. Jeder Mensch würde jetzt natürlich sagen, nein, das ist nicht in Ordnung, weil sich jeder Mensch ja wieder ganz normal neu entwickelt. Und jeder das Recht auf Leben hat. Aber das ist halt hier das moralische Dilemma auch wahrscheinlich von Izumi gewesen. Weil er ja weiter existieren wollte, um hier nochmal die Welt irgendwann zu retten. Denn Morimura hat ja gesagt, wir wollen hier die Schleife beenden. Und das klingt ja erstmal vernünftig. So eine Schleife ist ja sinnlos. Wenn sich alles immer im Kreis dreht, hat es ja überhaupt keinen Sinn. Es führt zu nichts, es wiederholt sich immer nur. Also, genau, Tamao Kurabe war nicht einverstanden, also hat sie einen anderen Code erschaffen. Ja, Kurabe war ja die KI-Expertin. Personality. The one you have now. But you were using videotapes to alter my memories. Yeah, well, the backups weren't meshing with your simulated personality. You almost had a breakdown, man. Deine simulierte Persönlichkeit und meine Erinnerung passt nicht zusammen.
Warte mal. Tamao Kuraba hat einen anderen Code erschaffen und das ist deine Persönlichkeit. Ist Juro Kurabe auch nur simuliert? Hä? So I decided to turn him into something a little more concrete. Something your current self would understand. You should thank me for saving your ass. Somehow I find that hard to believe. Why did you try to help me? Well, if Morimura's plan did work out, there'd just be another copy of me running around. Besides, I don't want to be left watching over your unstable mess. I won't tolerate being used any longer. I'm sick of it. 426. Wurde er früher vielleicht von Morimura einfach nur ausgenutzt? For better or worse. She's given up on the Sentinel Project. Her interest in Juro Kurabe has waned. But the Sentinel Project is the only option we have. Wrong. Sentinels can't save us alone. Then what can? You're talking as if you know the answer. I do. I've found an effective means for our survival. Would you like to hear it? What we call the UFO. I know who programmed it. It was a certain someone named Tsukasa Okino back in 2188. Also existierte Tsukasa Okino auch genau wie Tamao Kurabe oder Yuki schon zu der Zeit, als die Kolonie gebaut wurde. 2188? It's hard to believe from looking at you now. But he was quite the sloppy programmer. When he designed the environment management system, he borrowed a portion of it from something else. Übrigens eine ganz normale Sache, dass man Dinge nicht von Grund auf neu programmiert, sondern dass von einem bestehenden System Dinge übernommen werden. That particular portion contains the D-code. It's what's summoning the Kaiju. Aha, okay. Also er hat quasi die Steuerungssoftware für die Kolonie programmiert und da drin war zufällig, ohne dass er es wusste, der D-Code, der die Kaiju herbeiruft. That part of the code was never supposed to be accessed. But, well, it was. Where was this code reused from? It was a little outdated, even for its time. But it's a little sim game based on Mighty Kaiju Daimos. A Daimos game? You're telling me a video game has control over the automated factories? That's how the Kaiju are being produced? Where do you think the name Daimos came from? It's not a coincidence, you know. Up until now, we've been forced to play a game we can't win. Oh, warte mal. Wir werden gezwungen, ein Spiel zu spielen, das wir nicht gewinnen können. Wer wollte unbedingt, dass wir an dem Spiel teilnehmen? Die Katze. Die Katze zwingt uns dazu, immer wieder an dem Spiel teilzunehmen. Just imagine. What if we gained access to the greater system? We've had limited control over it so far. If we fix that, we'll be able to fight on an equal playing field. Think about it. Each time we destroy an enemy, we'll get some kind of meta prize. Like scoring points. With those, we can use the automated factories to strengthen our sentinels. Also, quasi ein Roguelite Game, was sie spielen. Points, huh? Let's just call them meta chips for now. Also, nicht Roguelike, wo man immer wieder von Null anfängt, sondern Roguelite, wo man zwar auch immer wieder von vorne anfängt, sich im Verlauf dieser Spiele-Sessions aber Vorteile freikauft und so. I still can't trust you. Fine, leave what you want. I don't need your help anymore. Sorry for wasting your time. Do you have any proof of your claims? There was a log on it, but it's gone.
You're putting the fate of humankind's last colony in a video game? That's it, Fujiyama. Huh? You saw the log, didn't you? Warte nochmal. Ja, du lässt ein Spiel die letzte Kolonie der Menschen steuern. Hijiyama-kun. What was that log all about? You want to find out? Go help that idol who's stuck in orbit. Wenn du dem Idol auf dem Satelliten hilfst, findest du es heraus. Ja, okay. Das ist ja Inaba, die auf dem, also die unser, ja quasi die mit Shugo Amiguchi kommuniziert und die auf dem Kommandoschiff um diesen Planeten herumkreist. Well, it's about that time. I need to get going. What? Don't worry. He can't do a thing. Maybe. But a guy like him probably planned ahead. Ja, der ist unheimlich clever. Oh, give the boy a prize. You can be surprisingly sharp at times. Hijiyama. Hokino! Sorry. You're... Juro! Thank goodness, I made it in time. Yeah, thanks to me talking their ears off. Also ist Izumi tatsächlich die Katze, also ja, 426 und die Katze und Kyuta Shiba sind ein und dieselbe KI. Did you walk through Tar to get here? I'm doing exactly as you told me. Foul-mouthed cat. Did you say cat? Don't worry about erasing his memory. What? But then... What are you talking about? Let's go. Relax. I won't erase your memories either. So it's her. She's the one who's been cooperating with him. Open the airlock. Hijiyama, respond please. I need you to open it. Das ist Okino, oder? Can you hear me? Also, der auf dem Arm. Loud and clear, Yakushiji. Hijiyama, open the B2 airlock. I'm afraid I can't do that. You're well aware of the reason. We're not infected. Nicht infiziert? Nozomu Yakushiji. Yakushiji ist doch Megumi, oder? Ist das der Vater? Achso, da hat er Megumi auf dem Arm? Ist das das Problem überhaupt der Erde gewesen, dass die Leute alle dann mit Nanozeug infiziert waren und sich das ausgebreitet hat, dass dieses Nanozeug die Menschen quasi zerstört hat oder ja, entweder zu schlechten Menschen gemacht hat oder getötet hat oder wie auch immer, und dass die letzten Menschen, die nicht infiziert waren, dann auf eine Kolonie flüchten mussten? I'm so sorry, Yakushiji. Fine, I may be infected. But my daughter isn't. Oh. Und wenn seine Tochter infiziert ist, hat sie dann diesen... Das wurde ja irgendwo mal gesagt in dem Spiel. Dass doch das schlimme Nanozeug irgendwie von der Erde auf die Kolonie gelangt ist. Ist das durch Megumi gekommen? Ich denke schon. Sie ist die Auslöser der Katastrophe. Please check her. It's true. She's not showing any signs of infection just yet. So you'll let her
win, right? Ich glaube, wenn es um das Überleben der gesamten Menschheit geht, da kann man sich kein Mitleid erlauben. Please. Unfortunately, she is likely still in the incubation period. Just save my daughter, I'm begging you. It's not a risk we can afford to take. You and I, we're comrades, aren't we? We've been to hell and back together. If it's the last thing I ask of you, please, Hijiyama. I'm sorry, Yakushiji. You must understand. Hijiyama, patch me through to airlock control. Major Izumi. Izumi-san. I had a feeling you would say that. So I've sealed the airlock on my end. I can't allow you to infect this colony. Don't jump to conclusions. I'm the one getting out. I'll grab a shuttle and retrieve his daughter. We'll give it 24 hours. If she does turn out to be infected, then we'll never return. Simple as that. I can't accept this. It's an order, Hijiyama. Sorry, Yakushiji. You're going to have to leave your daughter with me. In the meantime, you'll need to return to the pod you came here in. Are you all right with that? I entrust you with her life. My daughter. My Megumi. I'll protect her at all costs. I promise. No matter what happens, I intend to fulfill that promise. Just as you said. A kaiju attacked, like in that movie. So we'll do what we have to do. Get in the robots and fight. Our fate was sealed a long time ago. Log from 2188. I get it now. That must have been an important memory of yours. Yeah. The log itself may be gone, but I do remember what it was about. And as long as you have my memories, I don't need to explain a thing, do I? Are you really okay with this? Of course not. I want in on the action too. And yet. Im Prinzip ist Kyota Shiba jetzt darauf angewiesen, dass Juro Kurabe seine rechte Hand ist. Also dass Juro Kurabe das ausführt, was Shiba gerne möchte. Und Shiba hat, tja, das Wissen, was man braucht, um alles zu tun. Ob jetzt zum Guten oder zum Schlechten, wissen wir natürlich immer noch nicht. You're entrusting it all to me. Even though they kind of turned you into a sissy, in the end, you're still Juro, just like me. I've accepted it. We've all got to play with the hands we're dealt. Fuyusaka's not going to be able to handle him alone. Go for it, Juro. What's going to happen to you? Piloting a Sentinel takes a hell of a lot of brain power. If your nanomachines are focused on that, there won't be much processing power left. In other words, I won't be able to talk to you anymore. But you've got my memories, right? You know what needs to be done. The rest is up to you. Ja, kann man schon sagen. Dadurch, dass Kurabe jetzt die Erinnerung von Izumi hat, kann er natürlich selbst beurteilen, was er tun soll. Er trifft seine freien Entscheidungen auf Basis der richtigen Erinnerungen von Izumi. Das ist, eben wird ja nichts vorgemacht, sondern Izumi hat ihm seine richtigen Erinnerungen übertragen und jetzt kann Kurabe selbst entscheiden, was möchte er tun.
I'll do it. I guess I'll be going then. Right. Put your game face on, Juro. We've taken turns for the last time. Try not to get a game over. Tja, wenn du hier verlierst, kann ich nicht für dich weiterspielen. Das ist aber auch dieser Startknopf. Jetzt macht es alles einen Sinn. Krass. Ja. Zone 3 könnten wir jetzt spielen. Wir haben aber viele neue Geheimakten bekommen. Die werden wir jetzt nochmal durchlesen. Es wird keine weitere Story geben. Das müssen wir jetzt erstmal sacken lassen. Als 426 vor einer Schleife verhaftet wurde, wurde deutlich, dass 426 und Izumi von vor einer Schleife dieselbe DNS haben. Durch die Unvereinbarkeit der gewaltreichen Erinnerungen von Izumi von vor zwei Schleifen. Okay, also vor zwei Schleifen hat er die Schüler umgebracht. Und vor einer Schleife hat er den Terrorakt, den Sabotageakt gegen Shigeshima gemacht. Also durch die Unvereinbarkeit der gewaltreichen Erinnerung von Izumi, die von Morimura implantiert wurden und der sanften simulierten Persönlichkeit, die Tamao geschaffen hat. Ah, zwei verschiedene Sachen. Erinnerung von Izumi, aber die Persönlichkeit ist anders als der Izumi von früher. Dadurch erlitt auf jeden Fall Kurabe beinahe einen Nervenzusammenbruch. Shiba machte aus den Erinnerungen etwas Fassbares, nämlich Videofilme, damit Kurabe sie als Träume wahrnehmen konnte. Als die Kaiju 1985 auftauchen, kann Shiba nicht am Kampf teilnehmen und vertraut alles Kurabe an. Dieser aktiviert Sentinel Nummer 13 und bietet Fuyusaka Unterstützung an, die vor ihm in den Kampf gezogen war. Ja, sie schafft es nicht alleine, sie braucht unsere Unterstützung. In der Welt von 2188 hat Izumi den Rang eines Majors und ist der Vorgesetzte von Hijiyama und Nozomu Yakushiji, Yakushijis Vater. Izumi kümmert sich für Nozomu Yakushiji um Megumi Yakushiji. Ja, also ist ja quasi sowas wie ein Ersatzvater für Megumi, und jetzt in der Kolonie haben sich aber teilweise ineinander verliebt, jedenfalls in einer Zeit. 2188 war Yakushiji 8 Jahre alt. Als die Menschheit vor ihrer Zerstörung steht, vertraut ihr Vater Nozomu Yakushiji das Leben seiner Tochter Mayo Izumi an, um zumindest ihr Überleben zu gewährleisten. In Wahrheit ist Kyuta Shiba 426. Der Konflikt zwischen den aufwühlenden Erinnerungen Izumis, die Morimura ihm eingepflanzt hatte, und der von Tamao geschaffenen ruhigen Persönlichkeit brachten Kurabe an den Rand eines Nervenzusammenbruchs. Um das zu vermeiden, verwandelte Shiba Izumis Erinnerungen in Träume. Der Gefangene E426, der im Jahr 2104 als Terrorist festgenommen wurde, er ist jetzt als 426 bekannt. Das Gehirnmessgerät. Okino nutzte es, um 426 zu kontrollieren, der sich in Kurabe versteckt hatte. Durch Metachips können die Waffen und Geräte der Sentinels erweitert und aufgerüstet werden. Ja, welche neue Informationen? Albtraum. Während dieser Zeit, also es geht um den Traum, wo Kurabe, also wo Izumi alle umbringt, während dieser Zeit glaubte 426, dass man den ewigen Schleifen nur entkommen kann, indem man alle Kompatiblen umbringt. Später findet 426 jedoch eine andere Fluchtmethode,
die ein Deimos-Simulationsspiel benutzt. Interessant. Das heißt, er hat sich weiterentwickelt. Sein Ziel war, die Welt zu retten irgendwie oder auszubrechen. Und er dachte erstmal, ja, wenn er die alle umbringt, dann geht das. Und das Umbringen empfand er wahrscheinlich auch nicht so als so schlimm, weil er wusste, wenn es jetzt scheitert, es gibt eh eine neue Schleife. Und die kommen ja alle wieder, die Leute. Und jetzt nutzt er ein Computerspiel, um ja, eine Fluchtmöglichkeit zu entwickeln. Erinnert ein klein wenig an den ursprünglichen Film Tron. Also nur ein kleines Stückchen. Deimos, das Spiel. Ein immersives Online-Spiel, das 2154 zum 200. Jubiläum von Invasion der Deimos herausgebracht wurde. Ja, also quasi Invasion der Deimos ist hier quasi der eine Anspielung auf den Godzilla-Film, der 1954 rauskam. Ziel des Spiels ist es, eine durch die Invasion der Deimos ausgelöste Katastrophe zu überleben. In diesem Überlebenssimulationsspiel sind die Spieler die Bewohner einer großen Stadt. 5 Tage vor dem Angriff der Kaiju. Von einer alten Frau, die einen Zigarettenladen führt, bis hin zu einem jungen Mann, der seine Eltern rächen will. 10 Millionen Charaktere bevölkern die 30 Kilometer große Metropole. Selbst Experten staunen über die aufwendig gestalteten KI-Charaktere, die von echten Menschen nicht zu unterscheiden sind. Das Highlight des Spiels ist jedoch die Macht der Deimos. Riesige Kaiju, die über die Stadt herfallen und die jeden Spieler in Schwitzen geraten lassen. Den Spielern stehen im Kampf zahlreiche verschiedene Waffen zur Verfügung. Entwickelt von Vanillaware, ja, dem Entwickler dieses Spiels hier. Jetzt steht aber hier auch, Experten staunen über die aufwendig gestalteten KI-Charaktere. Kann es also sein, dass die ganzen Einwohner hier alles nur KI gesteuert sind und wir 15 Leute die einzigen sind, die hier richtig aktiv teilnehmen können? Tsukasa Okino ließ sich Teile des Spiels, als er Universal Control erschuf. Ah, okay, der hat also einen Teil des Spiels für die Steuerung der Kolonie benutzt. Ah, ich verstehe natürlich. Ja klar, in dem Spiel ging es darum, dass es eben eine Stadt gibt, die KI-technisch agiert. Und dass diesen Programmcode hat Tsukasa Okino dann halt weiterverwendet. Und das wiederum nutzt jetzt Izumi aus, um aus diesem Loop rauszukommen. Okay, das wär's. Ich denke, das war super spannend. Das reicht mir jetzt auch. Also ist jetzt die Stunde schon fast wieder um. Naja, nicht ganz, aber wir sind mit ihm durch. Und konnten wir nicht irgendwas freischalten durch Durokurabe? Wir konnten durch diese Welle 10 auch Shu Amiguchi zu Ende spielen. Genau, das machen wir dann morgen mal. Also bis dann, macht's gut. Tschüss.